mein schönster Quatsch-Comedy-Club-Moment war, glaube ich, als ich zum allerersten Mal in Hamburg im Imperialtheater auf die Bühne kam, in meinem ersten Club-Mix. Und da habe ich einfach gemerkt, jetzt bist du angekommen, jetzt machst du das, was du eigentlich immer machen wolltest, im besten Live-Club Deutschlands auf der Bühne stehen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich auf meiner eigenen Schleimspur nicht ausrutsche hier.